Moin, moin zusammen und willkommen bei einer neuen Folge GTA 5. Hey, stört keine Anrufe. Ja, das letzte Mal waren wir mit Michael und Trevor das erste Mal unterwegs gemeinsam. Gute alte Freunde, nervt nicht. Ich habe jetzt eine kleine Pause gemacht in GTA. Nicht, weil es mir keinen Spaß macht, sondern ich habe es einfach so extrem gesuchtet, dass ich jetzt mal 2, 3 Tage nicht mehr gespielt habe. Der nervt. Und wir gucken mal, wie es weitergeht. Ja, jetzt nickt jemand mal ran. Hey Lester. Mike, hey, I'm transferring your cut of the jewel store take to your account. Madrazo's already got the house money, so you can rest easy there. Ah, thank Oh, God for fein. that. So, unsere Geldsorgen sind wir auch los. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Was haben wir denn hier zu tun? Wir haben einmal mit Trevor was zu tun. Und wir haben. Ja. Mit Michael was zu tun. Und hier draußen hätten wir auch mit dem anderen was zu tun, okay. Ja, dann würde ich sagen. Ah, wir wechseln einfach nochmal auf Trevor. Wir haben ja gerade schon Michael gespielt. Gucken, was der treibt. Ich finde es ja mit dem fliegenden Wechsel immer noch so genial. Whoa, 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 hey. Motherfucker! Warum sitze ich hier im Laster? Okay. Dann fahren wir mal hier runter. Ja, ich habe einen großen Wendekreis. Bestimmt, wir waren ja gerade im Laster unterwegs und haben den einen Hippie da verfolgt. Das heißt Hippie. Der Typ, der die Tochter von Michael hier prostituieren wollte. Ja, prostituieren ist nicht lächerlich machen wollte. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Wir haben jetzt schon einige Folgen hinter uns. Ich bin mal gespannt, wie viele Folgen es insgesamt noch geben wird. Ja, tut mir leid, Leute, ich habe einen großen Wendekreis. Jo, wie immer, ganz kurz, bis wir dort sind, ein paar Worte. Ich würde mich über Kommentare jederzeit freuen. Wie gesagt, ich mache die Let's Play-Serie noch nicht so lange und besonders solche Art von Games noch nicht so lange. Und dann überlege ich mir immer, ist es richtig, was ich erzähle? Ist es falsch, was ich erzähle? Erzähle ich zu wenig? Labere ich gerade zu viel? Deswegen, Leute, lasst einfach mal einen Kommentar da. Auch gerne negative Kommentare, weil ich bin noch in der Phase, wo man sich gerne natürlich verbessert. Weil ich glaube, ich bin noch nicht super perfekt, bei weitem noch nicht. Und es gibt, denke ich mal, noch einiges, wo ich mich verbessern kann. Besonders, wie gesagt, mit dem Thema der Stimme, da kämpfe ich ja mal ein bisschen mit. Mal lasse ich es über Outer City mit aufnehmen, mal wie jetzt zum Beispiel. Das ist meine reine Stimme. Ohne irgendwelche verfälschten Aufnahmen. Siehst ja mal, oh, die ist halt besser. Ich habe am Anfang immer die Stimmen beschnitten. Dann wurde ein bisschen gesagt, oh nee, ist schlecht. Lass doch deine normale Stimme. Naja. Na gut. Gucken wir mal, was hier los ist. Ich finde diese Hütte total nervig, dass man hier immer in den ersten Stock rein muss. Ich will mir eindeutig ein anderes Haus hier zulegen. Trevor is a what? Aha. Trevor is a good guy. He's got family, got kid, ain't he, Floyd? That's it, right? Yes, Trevor. but the thing is, I ain't been with that many women. I don't find it easy, and Deborah, I mean, we're getting married, so. Oh, that's beautiful. But I'm scared that she's gonna leave me. I mean, this is her place, and the fornicating. There's Mr. Raspberry Jam. Whoa! Whoa! Now, Mr. Raspberry Jam, he died a noble death, bringing great joy to a lonely man. Oh. I ain't got a very big penis. Some girls laugh when they look at it. Okay. Well, show me. Das sind die Details, die wir nicht unbedingt sehen wollen.
Okay. Mine ain't nothing special, but this boy gets the job done. All right? Now, Wade here says that you work at the docks. Yes. Look at me! Can you just... Nee, das wollen wir nicht put sehen. Your Johnson away, sir. Oh, Jesus. Yes, I work at the docks. Wow. And? Anything interesting there for a man like me? Well, I mean, I don't rightly know. What kind of person are you? Oh, I'm that kind of person, Floyd. I am that kind of person. Now, let's get you, Wade, and that little tormentor down there to put these on. We are going for a ride. Gentlemen, the gateway to America awaits. Run. We got an inside man at the port of LS. I'm gonna send you some information. I need you on point to help plan things. I got it, T. I really miss... Okay. Alle an Bord. Steigst du auf oder brauchst du eine extra Einladung? Mei. Guck, was wir von uns machen. Mal mit Booten rum. Like I said, I don't rightly know what we got. You're going to have to be more exact in your questioning, sir. We're looking for something to steal. Sir, I stole a pencil in elementary school and I've been regretting it ever since. Oh mein Gott, er hat einen Bleistift gestohlen. Look, sir, sollten sofort die Polizei anrufen. Just tell me what you want and I'll do my... Are you under the influence? And I'll do my utmost to assist you in finding it. Here's the problem. I don't know what I want. It's a bit, well, like pornography or a perfect turd. I can't quite describe it, but I'll know it when I see it. You ain't aiding my comprehension. Also, wir gehen einfach mal hin und gucken, was es für Haft gibt. Well, how's this? Aber ich denke mal, durch die DDR5 kenne, wird es dort sicher einen ganzen netten Drogen, Waffen oder so. I don't want to hijack a truck full of pineapples, Floyd. You need to give us the inside track on what's coming through. We don't know what's in the containers. They certainly don't put price tags on them. Have you noticed anything? Anything different? Anything that might indicate something? Mein, der spielt mit 3000 kein GTA mehr und fährt den Merryweather Boats. Merryweather Security Consulting. Private Army to the New World Order. Und ich hab unglaublich viel GTA Online gespielt habe. Wenn du nächstes auch ein paar Folgen direkt mal rauskommen. Sounds like... Ich habe mit ein paar anderen Leuten aufgenommen. Es war richtig spaßige Runden dabei. Allerdings, und hier kommt ein bisschen Kritik an Online-Modus, auch wenn ich gerade dazwischen laber im Dialog, wir können sie unten trotzdem mixen. Ich weiß nicht, so eine richtige Langzeitmotivation sind eigentlich nur die Heist-Missionen. So die anderen Missionen, ich weiß nicht. Die Stealth-Match. Mit der Steuerung, boah, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig mich jetzt über Monate begeistern würde. Die Heist-Missionen sind klasse, echt, haben nichts Besseres gesehen. Go park and get the dispatch! Just about to start. Hallo, steigen. I gotta check in. Remember, Floyd. This can go real wrong, real quick. It don't matter what went in his mouth, it matters what came out. What? We got a waste spillage and I got a slot on the cleanup crew. There is nothing that Wade here ain't gonna do for a warm meal. Hope you got a strong stomach, son. Get in there. Oh. Okay. You gonna take me to see this freighter? Yeah, it's over here. You ever got helicopters coming in and out of here? You know, those big sky crane things that could pick up a whole container? Now, this is restricted airspace. They won't let anything out of here without clearance. Shoot it down if they have to. So how's a man in a hurry supposed to get in and out of this place? Well, we got a port that stretched to 50 feet. Now, what's the Coast Guard response like?
Well, they got cutters, 45-foot response vessels, air support. You're not gonna move much faster than them, especially if you're carrying something. Maybe I'll have to saddle you up and ride you across the Miriam Turner overpass. I just said they have the water surface real covered. Okay. Ich hoffe, wir machen ein Schiff. What do you think they got on it? We just stevedored them. We ain't meant to know what's in the containers. But these are marked military. Government. Anything weird about that? The government stuff is hot freight. Pulls up, goes right through. This stuff's just been sitting here. You are beginning to arouse my curiosity. Waffen. Over there, 2 o'clock. Looks like Forrest got on the wrong side of some Merryweather guys. You! We need 2 guys on the handler. Couple of containers and baby gotta be brought up to F. That ain't a question. Get on it. Now! Na klar. Hier, ich bin mit drauf. You drive and I'll spot. Klar, ich fahre. How about I run that prick over in this thing? I thought you wanted to scope the place. We don't get the containers, they're gonna check your card. Oh, I'm getting nervous. You're always nervous. Relax. Not always, sir. Just around you. And it's just Cousin Wade's on his own. He better hold it together. Stick to the story. He'll be fine. Boy's on a waste clearance crew. He's never happier than when he's neck deep in shit. It's those containers. Baby. Trevor. Ja, ich bin auch schon dabei. Naja. Please, just don't. Ja, ich bin ja hier kein Kranwagenfahrer. And attach it. That's it. Now we got to bring it over to Bay F. I know why they call them handlers, because they handle like a dream. This ain't a toy, sir. It's heavy machinery. Thank fuck I'm high as a kite. You should not be operating this vehicle while under the influence. I'll operate you under the influence if you're not careful. High speed Gerät. So, mal sehen, wie wir den Container fallen lassen können. Now I guess we gotta get the other one. I'm gonna need a better view of that freighter. I'm sorry, but this is as close as you going to get. Nah. I need to take some pictures. Send them to my guy, Ron. I'll need a proper view. There's the cranes, but... Cranes! Perfect! Oh, shoot! No. Nom. Ich bin der perfekte Kranwagenfahrer, wie ihr seht. They're so on to us. So. Also, mal ehrlich, ein Container hätte ja auch gereicht, ne? Also, halt unbedingt 2 Container fahren zu müssen. Das hätten sie sich auch sparen können. Aber naja, man will ja nicht meckern auf hohem Niveau. Ja, einmal freigeparkt. If my work here is done, I'm going up the gantry. Aussteigen. Das haben wir doch perfekt gemacht, oder? Also. So. Hier geht's hoch. Geht's hier nochmal? Oh, hier geht's nochmal hoch. Oh, müssen wir das auch alles wieder runterklettern? Very time to admire the view. I've been waiting on a crane driver nearly an hour. I'm not permitted to drive cranes, buddy. Hey, you need me to get your union rep up here right now? Sooner you get in the nein! Grab, sooner was, we can get out of here. Was war denn das?
Ich habe gerade in die Richtung gelenkt. Oh Mann. Ich habe nicht mal in die Richtung gelenkt, Jungs. Boah. Nochmal hoch. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt war. Weil ich habe weder die Leertaste gedrückt, noch sonst irgendwas, dass der hier steigen soll. Und sonst macht er das da nicht. Time to admire the view. I've been waiting on a crane driver nearly an hour. Mal gucken. I'm not permitted to drive cranes, buddy. Hey, you need me to get your union rep up here right now. The sooner you get in the cab, sooner we can get out of here. This is on you. Come up onto this catwalk, then go down the ladder and into the cabin. Oh, sehr vorsichtig sein. Schön runter, runter, runter. Okay, I'm sitting here. Fahren. What do you want? Pick up the red containers down at this end and put them on the trucks at the other end. First, you gotta line up the cabin over the container. There's some lights on the spreader that should help with alignment. Ich bin noch drüber. That's it. You're in position. That's lined up. Move the spreader down so it can grab the container. She's there. Lock her on. It's hooked up, so lift it high enough to clear that container stack and move it to the other end. Take us to the other end. Bay number 5. We ain't there yet. Okay. W und D, A und D, den Kran zu bewegen. Ah, guckt euch das an, wie perfekt ich das mache. Ey, hier vorbildlich. There's the truck. Set it down gentle. You want to line it up with the frame of the truck. Ah, perfect. Container's locked. Haul that freight. And you said you wasn't qualified. Go back up to the other end and start again. Take us back up to the other end. Oh Mann, ey. Get in position over the second container in Bay 1. Ich hab den falschen Job gewählt. Solle Kranführer werden. Jo. Zack. Jo, und das. Juhu. So, so wieder vor. Ja, das ist der Gabelstapler-Simulator. Leute. Das ist der Gabelstapler-Simulator. So, das heißt, wir spielen kein GTA 5 mehr, Leute, sondern das ist Gabelstapler-Simulator. Union thinks you'll get eye strain if you work any longer. Have a break. How about this view, huh? I'm gonna take some photos for the kids. So, welchen Aussichtspunkt soll ich mich denn begeben? Oh, schön vorsichtig navigieren.
So, Snapshot. Snapmatic. Foto machen. Eine Wache fotografieren. Cheese. Das Heck, wo ist der Total? Hier, ist das die Totale? An Ron, Ronny. Fotos gesendet. Ja, wir wissen ja eigentlich, wie schnell runtergehen würde, ne? Aber wir machen das mal nicht. Boah, jetzt sind wir wieder hier die ganze Leiter runter. Nicht euer Ernst, ey. Kann man hier keinen Fallschirm benutzen oder so? Nein, ich wieder nicht hoch. Nein, Junge. Renn mal schneller, schneller. Die können leider irgendwie die Dinge schnell runtergehen. Trevor, you want to see that warehouse? Come on. This rig ain't being used. Klar, lass da fahren. It's on the other side of Port City. So they've been guarding one of them dry docks. We can take a look at it, but no one's allowed around there. Normal rules don't apply to us, Floyd. We're going in. I don't know. The rules applied to me my whole life. I like rules. And look at you. You're a failure. You're in a loveless relationship. What do you mean? Loveless? I love Deborah. If she loved you, she'd be here, wouldn't she? But she's not. You know I'm insecure. You've got a dead-end job. What? Dead-end? No. Floyd, it's dead-end. Being a unionized longshoreman's one of the best-paying jobs in the country. You tell people around La Puerta that's what you do, they're liable to rob you. They're so jealous. No one's jealous of you, Floyd. They pity you. You're abused by that woman. You're abused by these slave drivers. I mean, I've never worked so hard in my life. It ain't so bad. I've been doing this every day for 10 years, only usually with less of the criminality. You're wasting your life, Floyd. It's lucky we turned up when so, we did. So, sind da... Ja, kann ich überfahren oder so? Hey, 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 hey! You can't come through here. It's restricted access. No entiendo! No understand you, huh? Manifesto. Manifesto say deliver here. Hey, stop! Where the fuck do you think you're going? Hey, bleib ruhig, Jungs. Hey, alles cool. Alles cool. Manifesto. He said, no here. Boah, ist der radikal, ey. Hey, stehen bleiben. Hey, Auto, ist hier. Hier, stehen bleiben. Oh, komm, Junge. Ich möchte ja nicht rumballern. Nee, ich balle nicht rum. Nehmen wir das andere Auto, was hier rumfährt. Stehen bleiben. Raus da. Hey, raus da. Ey, warum? Sag mal, spinne ich?
Ey, bleib stehen, Junge. Du hast keine Chance. Autsch. Oh Mann, dann schauen wir halt so ein Laster oder irgendwas. Ey, das gibt's doch nicht. Oh, wunderbar. Trevor, these photos. You've really stumbled onto something. The ship, Meriwether. Yeah, yeah, yeah. I know. Tell me about the ship. If we put a man with a gun on the bridge next to it and get a guy on board, I think we got a good chance of taking over. Way it looks to me, there's a container below deck. They're guarding it for the government, keeping it off the books. Serious military technology, most like. Yeah. Of course. I just found a manifest. They're testing something out at sea. It's gotta be that. Now, get back to work. The TPI conglomerate ain't thriving. There's only one man responsible. Of course, yeah. But I'll start pulling all the intel I can get on Meriwether at the same time. I got a file here somewhere. Ja, jetzt kann ich einsteigen. Sag mal, warum komme ich nicht in das Auto rein? Sag mal. Hä? Warum lässt er mich in das Auto rein? Kann ich gerade überhaupt nichts mehr einsteigen? Hä? Was geht denn ab? Warum kann ich nicht in diese Fahrzeuge einsteigen? Hä? Warte, mal ganz kurz meine Tastatur überprüfen. Oh. Ich glaube, meine Taste war gehangen. Deswegen bin ich auch vorhin in dem Auto nicht reingekommen. Mann, 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 ey. Ist immer interessant, dass sowas immer in der Aufnahme passiert. Wobei ich etwas frustriert bin. Ich habe eine neue Tastatur mir gekauft. Die ist, glaube ich, höchstens 2 Wochen alt. Aber dafür gefällt mir das Fahrzeug, was ich hier habe. Was ist denn das überhaupt für ein Modell? Gefällt mir gut. Auch wenn ich es gleich etwas demoliere. Ja, zurück zum Thema Online-Modus. Ich würde mich mal freuen, wie ihr den Online-Modus findet, falls ihr GTA 5 spielt. Wie gesagt, ich glaube, es ist schon interessant. Das macht mir auch unglaublich Spaß. Aber ich kann mir da keine Langzeitmotivation vorstellen, weil eigentlich ist es immer dasselbe. Auch die Tatsache, dass man teilweise sehr lange braucht, um irgendwelche Lobbys zu füllen, ist teilweise sehr nervig. Also wir sind zu dritt unterwegs gewesen und haben versucht, Heist-Missionen zu machen. Manchmal hast du Glück und du hast innerhalb von einer Minute ein Random gehabt. Und manchmal haben wir auch 10 Minuten gewartet und die Heist-Mission ist nicht voll geworden. Und das liegt halt daran, dass unglaublich viele Leute irgendwie Heist-Missionen starten natürlich. Und natürlich wenig Leute gibt, die es einfach nur machen wollen. Was ich eigentlich etwas schade finde, um nicht zu gehen. Und die anderen Online-Modi, ja, die Rennen sind schon super interessant und Fallschirmspringen und das alles, das wird mich auch sicher noch 1-2 Monate beschäftigen. Aber von einer Langzeitmotivation rede ich, dass ich das Spiel noch in 6 Monaten oder so spiele. Und dauerhaft, das heißt mindestens vielleicht jeden zweiten Tag mal 2-3 Stunden oder so, ist für mich eigentlich eine dauerhafte Langzeitmotivation. Und das sehe ich bei GTA 5 irgendwie nicht so bisher. Die Heist-Missionen, auch die, wie gesagt, machen unglaublich Spaß und wir haben noch nicht alle Heist-Missionen gespielt, also auch da ist noch unglaublich viel Potenzial nach oben. Allerdings, wie gesagt, so die normalen Deathmatches-Missionen und wenn man dann irgendwelche Captured-Dinge irgendwas machen möchte oder irgendwas Außergewöhnliches, da findet man teilweise auch keine Leute, dann werden die Lobbys nicht voll. Gibt teilweise so interessante Dinge, wie diese Drogenpakete da abliefern. Finde ich sehr interessant, allerdings, wie gesagt, gibt es halt keine Leute, die spielen. So, wo ist hier die Garage? Kann ich hier irgendwo die Garage nutzen? Ich möchte meine Garage hier irgendwo machen. Ich möchte das Fahrzeug gerne speichern.
stelle es einfach mal hier ab. Ist er vorne in der Garage? Nee. Ich habe keine Ahnung, wo hier die Garage sein soll. So. Sind wir wieder hier? What in the name of all things holy? I tried to stop it. Oh my God. It just kept coming and coming. Oh, it's there, Wade. Look, Betty, you're just not cut out for honest work, all right? Oh, das setzt er sich auf seine Couch. Yeah, more or less. Yeah, I just got to figure out a place to plan this now. All right, this will do. That woman ain't even fine. Ain't no one understands why Floyd lets her use him so. That's low self-esteem, Wade. We got to build him back up. Now. And there, perfect. Ist der totale Plan, ja? All right. So, based on my observations, I'd say these Merryweather security cocksnots are sitting on something real super valuable. I think they got two of these things, but we only need one. First one is on that freighter in a container below deck. They got guards all over that ship, so it's likely they're keeping it on ice. The air, land, and sea routes into the port will be locked down as soon as we make a noise at these X's here. Which means we have to blow up the ship and grab the thing underwater. Need a guy to plant the bombs, a guy to look out from with a rifle, and a guy to grab the thing, whatever it is, underwater. That means stealing us a submarine, of course, but you can find us one of them, can't you? An U-boot. Now, the other one is off the coast being tested. They're running the operation from the dock where I last saw your cousin. We'll need a submarine for that too, and probably a chopper, a big one. We go out there, look around underwater, locate it, bring it back here, and find out what it is. Here? Chicago? Aye, so, what do you think? Container ship or whatever's offshore? Mir gefällt eigentlich die erste Mission besser, muss ich sagen. Obwohl. Tja. Okay, ich würde sagen, wir machen hier einfach mal eine kurze Pause, weil die Folge geht schon ziemlich lang. Und wenn es euch interessiert, wie ich mich entscheide, schaut in der nächsten Folge vorbei. Bis dahin, ciao, euer Blue Grom.